So macht man Zwiebelsirup gegen Husten. Ich zeige, wie es geht. Man braucht eine Zwiebel und 3 Esslöffel Zucker. Die Zwiebel wird geschält und in Würfel geschnitten. Die Zwiebelstücke werden in ein Deckelglas gegeben. Dann streut man den Zucker über die Zwiebeln. Gut umrühren und das Glas verschließen. Jetzt lässt man die Mischung 6 bis 24 Stunden lang ziehen. Der Zucker ist flüssig geworden. Riecht heftig, schmeckt aber etwas besser und wirkt bestimmt. Wenn man will, kann man den Zwiebelsirup durch ein Sieb gießen. 3-mal täglich oder bei Bedarf nimmt man einen Löffel voll. Es ist zwar ein altes Hausmittel, in der heutigen Zeit gibt es aber meistens deutlich bessere Alternativen, beispielsweise Ingwerhonig. Gute Besserung!